Tenntal im Harz zeigt der Fingerhut zu hohe Wilddichten an. Der Fingerhut hat den entscheidenden Vorteil, dass er giftig ist. Deswegen wird er vom Schalenwild, also Rothirschen, Rehen und Wildschwein, nicht gefressen und kann auf den Kahlschlägen viel, viel besser und ungestörter wachsen als die anderen Kräuter. Ich war Ende Juni 2024 im Tenntal im Harz, das ist etwas südlich von Ilsenburg, liegt nicht im Nationalpark, aber die vielen Rothirsche kommen aus dem Nationalpark in das Tenntal herunter und fressen dort. Und man sieht hier, dass der Fingerhut sich prächtig vermehrt auf den riesigen kahlgeschlagenen Hängen. Das sieht ja ganz hübsch aus, wenn der Fingerhut im Juni blüht. Aber man darf nicht vergessen, es zeigt auch zu hohe Wildbestände an. Und die verhindern, dass sich hier durch natürliche Verjüngung ein neuer Wald bildet. Diese ganzen riesigen Hänge, da wächst ja sonst nichts, außer Fingerhut und ein paar Kräutern. Jetzt bin ich am Ende des Tenntals angelangt. Das ist ganz in der Nähe der Plessenburg und auch ganz in der Nähe einer Aufforstung, einer Wiederaufforstung der Stadt Ilsenburg, die hinter Zaun angelegt worden ist, wegen den vielen Rehen und Rothirschen. Im Vordergrund sieht man jetzt den großen Widerspruch. Man sieht das Weidenröschen. Das dürfte hier eigentlich gar nicht wachsen. Weidenröschen wachsen nämlich nur dort, wo niedrige Wildbestände sind. Die Rehe fressen es nämlich gerne vollständig auf. Das Weidenröschen ist sehr nahrhaft und deswegen sieht man bei hohen Wildbeständen überhaupt keine Weidenröschen. Die sind kurz und klein gebissen. 3 Wochen später, Mitte Juli 2024, bin ich nochmal das Tenntal raufgewandert, hier bis zu seinem Ende in der Nähe der Plessenburg. Und man sieht, das Weidenröschen hat sich prächtig entwickelt. Es blüht wie verrückt. Und das dürfte es eigentlich gar nicht, wenn wir zu hohe Rehwildbestände haben. Das ist ein Widerspruch zu der Fingerhutblüte, die ja gerade hohe Wildbestände anzeigt. Es ist aber auch ein Widerspruch zu der Wiederaufforstung der Stadt Ilsenburg, hier nur 100 Meter weiter, denn die geschieht hinter Zaun, aus Angst vor dem Wild. Und das macht alles irgendwie keinen Sinn.